Hallo und herzlich willkommen mit diesem fünften Part der Coding-Serie in Spiked Coding. Ich werde im nächsten Video erst auf die Probleme aus der letzten Folge eingehen, weil ich es bis jetzt nicht geschafft habe, alle Kommentare durchzulesen. Wir werden heute eine Config createn, dort drin Variablen bzw. Placeholder haben und zwei Sachen, die wir relativ optional haben, die wir heute machen können, aber wenn wir es nicht schaffen, ist es nicht schlimm. Wir werden dazu als erstes in eurem Mainpack, zum Beispiel ist es bei mir tv.marco.tutorial, ein neues Package anlegen, was wir Utils nennen. Utils sind Utilities, also nützliche Sachen. Und wir werden hier drin eine neue Java-Klasse erstellen, die wir Config nennen. By the way, ich werde jetzt nach und nach diese normalen Sachen, diese Sachen, die ich schon behandelt habe, nicht mehr unbedingt ansprechen. Das heißt, wie zum Beispiel einen Listener, dass man oben Implements Listener reinschreibt und so weiter. Oder wie man die Sachen importiert. Das haben wir jetzt alles gemacht, by the way. Ich habe jetzt Probleme bekommen, wenn es bei euch jetzt zum Beispiel so rot unterstrichen ist. Müsst ihr einfach hier hintergehen und Alt-Enter drücken und schaut hier Import Class und einfach das importieren. Fertig. Wir werden heute ein paar neue Sachen kennenlernen. Und zwar werden wir die YAML-Configuration kennenlernen. Wir werden für unsere Config YAML benutzen. Ein File, eine Datei. Heute benutzen wir auch das erste Mal ein Constructor. Das ein Constructor ist, wenn ihr zum Beispiel hier ein New Join Listener zum Beispiel habt, wird der Constructor von dem getriggert. Constructor ist also eigentlich die Methode, die beim Erstellen eines Objekts von einer Klasse getriggert. Wenn es jetzt ein bisschen zu kompliziert war, könnt einfach. Bei mir ist es Alt und Einfügen. Könnt ihr Constructor generaten, falls es bei euch nicht geht, einfach rechtsklick generate und dort einfach Constructor und hier wählen wir nichts aus, also wir wählen auf das hier oben oder gehen auf select none und erstellen. Im Constructor werden wir jetzt mal ganz kurz ein neues File erstellen und zwar nennen wir das dir. Dir heißt directory, also ist die Abkürzung für directory. Wir werden im Plugins Ordner einen Part-Tutorial nennen und jetzt fragen wir ab, ob dieser Dateipart existiert. Wir packen ein Ausrufezeichen davor, weil es nämlich nicht so sein soll. Das heißt, if Abfrage, wenn sie nicht existiert, dann soll dir.mkdirs. Mkdir erstellt die Directory. Und jetzt, um das File zu erstellen, hier vorne werden wir jetzt nichts hinschreiben, weil wir hier oben schon mal einen File definiert haben. Das heißt, wir werden einfach das File da oben dann überschreiben, nehmen dazu die dir, das heißt uns Directory, und wir nehmen den Dateinamen config.yml. Das heißt, wir können bei File vorne ein Parent, das heißt die Directory haben, und hinten den Dateinamen. Oder ihr habt einfach nur den Pathname. Und hier werden wir jetzt genau das gleiche machen, wenn File nicht existiert, werden wir jetzt benutzen file.create new file. Uns fällt schon auf, es wird rot unterstrichen, deswegen, wenn es rot unterstrichen wird, hovern wir drüber. Unhandled Exception. Exception sind Fehler. Wir haben schon im dritten Part eine Nullpoint Exception gehabt, weil der Comment nicht existiert hat. Und hier haben wir jetzt eine IO Exception. Also, wie gesagt, wir werden irgendwann, wenn es soweit ist, auf IO Exceptions eingehen. In dem jetzigen Zeitpunkt ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu viel für manche Leute, zumindest für Anfänger. Und deswegen will ich auch nach und nach erst auf die ganzen Fehler eingehen, beziehungsweise auch die ganzen komplett objektorientierten Sachen, wie zum Beispiel im neuen Challenge-Plugin. Wir haben jetzt hier dieses rote Unterstrichene, gehen auf More Actions und surrounden das mit Try-Catch. Wieso wir es machen, ist, weil ich nicht unbedingt will, dass wir in der Main dann es mit einer Try-Catch surrounden müssen. Man kann beides machen. Ich präferiere es so, weil wenn es jetzt keine richtige Methode ist und einfach nur ein Constructor ist, ist es recht wack. Wir werden jetzt mehrere Methoden erstellen. Wir werden einfach ein Boolean. Boolean sind True oder False, also was wir hier drin haben müssen. Dass es halt entweder True oder False ist. Bei True geht es halt hier durch. Bei False geht es halt ans Else, beziehungsweise geht einfach weiter. Wir werden einen Boolean erstellen, der sich Contains nennt. Und werden einen Parameter übergeben. Den Parameter nennen wir zum Beispiel Path, weil wir einfach return, was in der Config drin steht. Also Config Contains Path. Ich will nämlich nicht unbedingt, dass wir direkt die Config rausgeben, weil ist cleaner, wenn wir es so haben. Dass wir einfach sagen Config.contains und nicht Config.config.contains. Oder config.get, config.contains. Deswegen, so ist es, glaube ich, relativ schön. Dann werden wir einen Part und ein Object Value haben. Ich werde darauf gleich bei der Nummer eingehen. Das wird einfach eine Void sein. Also einfach ohne, dass irgendwas returned wird. Part und Value. Und ein Object get String Path Return Get Path. Hier könnten wir jetzt aber ein Problem bekommen. Wenn dieser Path nämlich nicht existieren würde, oder nicht existiert, fragen wir lieber davor ab. Contains, nehmen wir die Methode dazu. Contains Path. Wenn sie nicht drin ist, returnen wir einfach Null. Das heißt einfach nichts. Null, haben wir schon mal gehört. Null Pointer Exception. Hier haben wir jetzt ein relativ cleanes Design, I think. Hierzu. Boolean sind Einsen oder Nullen. Einsen oder Nullen, das heißt True oder False. Ist es drin oder ist es nicht drin? Bei Set haben wir einen String, das heißt den Path, wo es sich befindet. Das heißt jetzt zum Beispiel irgendwie Server
A.MOTD und hinten dran haben wir dann als String die Value, also Objekt kann alles sein und es wird einfach gesetzt. Die Get-Methode ist einfach, wenn es sich nicht in der Config befindet, bekommt man Null, also nichts zurück, und wenn es sich in der Config befindet, bekommt man die Value zurück. Ganz wichtig, bei YAML Configurations bzw. bei allen Configs, die es eigentlich so wirklich gibt, müssen wir config.savefile File machen. Das heißt, wir müssen die Datei speichern. Und hier werden wir auch Throw, also das, was wir jetzt gerade eben nicht ausgewählt haben, auswählen. Und das ist dann, wenn wir die Set-Methode aufrufen, um einen Try-Catch rumpacken müssen, beziehungsweise auch wieder Throws IO Exception ausgeben müssen. Hier fällt mir auch noch auf, hier oben haben wir was vergessen. Und zwar müssen wir auch noch hier config ist gleich YAML Configuration.load Configuration File. Das heißt einfach nur, dass wir die Config zu dem jeweiligen File, also zu dem File, laden. Hiermit haben wir jetzt eigentlich alles, ohne Config zu erstellen, Config zu getten und Config zu safen. Und wir werden jetzt anfangen, Variablen zu erstellen. Wir werden jetzt für einen Backpack, also wir werden jetzt einen Backpack-Comment schnell erstellen, dass wir die Variablen testen können. Der Backpack wird sich jetzt beim Reloaden nicht speichern, ist mir jetzt bewusst, aber wir werden es jetzt auch erstmal nicht brauchen. Wir werden jetzt auch am Anfang erstmal alle Sachen so in die Klassen reinpacken, wo sie hingehören. Wir werden später einmal einen kompletten Rework machen, damit wir die ganzen Sachen dann clean haben. Jetzt erstmal zum Zeigen. Es ist relativ schlau, meiner Meinung nach, dass wir erstmal alles beisammen haben, damit ihr nicht für alles die Klassen wechseln müsst. Das heißt, null. Hier, damit wir noch die ganzen Methoden in anderen Klassen aufrufen können, müssen wir überall static verwenden. Static haben wir schon beim Prefix benutzt, damit wir sie überall aufrufen können. Ist jetzt auch nicht die schlauste Methode, aber ich will es jetzt nicht unbedingt komplizierter machen, als es unbedingt ist für die neuen Leute beim Coden. Deswegen werden wir es erstmal so verwenden. Wir machen hier vorne uns eine Ganzzahl. Das heißt, wir werden erstmal Slots auf 27 setzen. Dann gucken wir if config.contains und dort müssen wir uns was überlegen. Ich nenne es jetzt zum Beispiel comment. Backpack.slots. Einfach nur einen Pfad. Den könnt ihr euch selbst überlegen. Ihr müsst halt überall gleich sein, wenn ihr es abruft. Das heißt, ihr müsst dann einfach, wenn es jetzt da drin ist, es zu einem Int casten. Das heißt, ihm sagt einfach, ja, zu 100% ist es ein Int. Behandelt es einfach wie ein Int. Und also wie eine Ganzzahl. Und dann nehmen wir das so und fertig. Er warnt uns hier jetzt davor, dass es eine Null Pointer Exception geben kann. Wir wissen aber, dass es zu 100% keine geben kann. Also ignorieren wir es einfach. Das ist lieb gemeint von IntelliJ. Alles cool. Hier können wir jetzt noch einen Titel auswählen. Also, by the way, zu dem Owner Null nochmal. Owner kann, hat eigentlich nicht so wirklich einen Sinn. Nur halt bei zum Beispiel jetzt einem Inventar von einem Villager oder so. Hier hinten einen String rein für den Namen vom Backpack. Bei mir wird es einfach Rucksack heißen. Und einfach, wenn der Sender ein Spieler ist, dann bekommt er einfach Spieler. Sender bekommt sein Inventar Backpack geöffnet. So, und ansonsten sagen wir dem Sender, ja, du musst ein Spieler sein. Das heißt, wir gehen hier, by the way, hier auch wieder. Und hier sagen wir jetzt auch wieder main.getPrefix und chatColor.red. Dieser Befehl kann nur als Spieler ausgeführt werden. Was Senderinstanz auf Player sagt oder fragt, ist halt einfach nur, ja, ist der Sender ein Spieler? Das könnte zum Beispiel jetzt auch ein Command-Block, die Konsole oder sonst irgendwas sein. Das ist der Sinn von der Abfrage, ob der Sender ein Spieler ist. Aber du kannst jetzt in der Konsole schlecht einen Backpack öffnen. Hier noch ganz kurz dazu. Wir sagen, ja, wenn es nicht drin ist, setze in die Config 27 rein. Wir surrounden das hier mit einer Try-Catch und dann sind wir fertig. Also hier sagen wir einfach, ja, falls es nicht drin ist, dann setzt es bitte in die Config rein. Dann packen wir das noch ganz schnell in die Plugin-YML rein. So, dieser Rucksack wird jetzt für jeden Spieler dann sein. Das heißt, slash Backpack wie im Change-Plugin. Und hier unten bei der Methode können wir auch noch getComments Backpack ist BackpackComments. So, was mir noch aufgefallen ist gerade eben, dass wir hier noch die Config aufrufen müssen. Das heißt einfach, dass der Constructor geladen werden muss. Das heißt, wir bilden. Ich bin gerade mit Shader wegen dem Spectaten zurzeit. Was Spectaten, by the way, ihr könnt gerne auf dem Twitch-Kanal vorbeischauen. Link dazu in der Videobeschreibung oder einfach mal auf twitch.tv/derBanko oder einfach banko.tv gehen. Dann kommt ihr auf meinen Twitch-Kanal. Dort könnt ihr gerne ein Follow da lassen. Das heißt, kommt einfach gerne rum. Dort coden wir spectaten die Changes von Basti. Also dort gibt's Content, Jungs. Einfach mal reinschalten. Einfach jetzt /backpack. Also wenn ihr /reload-confirm angegeben habt, sollte die neue Version da sein. Dann könnt ihr einfach /backpack angeben. Den Rucksack hier. Der Rucksack, wenn wir jetzt dann platt reinlegen, bleibt auch gleich. Und was wir machen könnten, wäre, wir könnten jetzt in die Datei reingehen, das heißt Plugins, Tutorial, Config.yml. Und dort drin könnten wir bei Slots zum Beispiel ein Vielfaches von 9 reinpacken, das heißt zum Beispiel 90. 90 wäre jetzt aber zu groß.
Da werdet ihr nur Fehler bekommen. Einfach hier mal 54 eingeben und dort Reload Confirm eingeben. Und bei Backpack haben wir dann einen großen Backpack. Slash können wir zum Beispiel auch auf 9 stellen. Und dann wäre das ganze Ding auf 9 Plätze beschränkt. So, das war's dann mit dem 5. Part der Spygate Coding Serie. Falls ihr Probleme hattet, schreibt sie gerne in die Kommentare. Nächste Folge werden wieder Probleme beantwortet werden. Ich kann euch nicht versprechen, ob am Freitag direkt ein Video wieder kommen wird, weil ich ab nächster Woche wieder Schule habe und weil dann halt ungewiss ist, wann ich streame, und Streamen ist zurzeit ein kleines bisschen mehr Priorität als YouTube. Deswegen schaltet gerne bei meinen Livestreams ein. Einfach banko.tv oder twitch.tv/derbanko. Lasst gerne ein Like da. Lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, schreibt gerne einen Kommentar zu irgendwelchen Ideen, die ihr habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.